Hallo, mein Name ist Daquila. Willkommen zurück zu Supremacy 1914 mit Tina und der 100er Karte. Wir stehen 30 Minuten vor Ende von Tag 22 und unsere Schlacht um Ankara läuft noch immer. Wir haben uns jetzt hier seit fast einem Tag die Köpfe eingeschlagen mit großen Artilleriegranaten. Wir schießen hier, sie schießen zurück, sie mit 8 Artis, wir noch mit 10. Beide Seiten nehmen hier eine Menge Schaden. Wir haben bislang 55.000 Truppen verloren, sie 38, was aber für uns gut ist, denn sie haben ja gestartet mit einer Level 5 Festung, die wir erstmal zerstören mussten über 5 Stunden Zeit oder so, bis wir die ersten Verluste machen konnten. Das heißt, es hat eine lange Zeit gedauert, bis überhaupt sie angekratzt wurden. Jetzt holen wir langsam auf. Ihre Hitpoints kollabieren auch förmlich. Unsere haben sich jetzt gerade mal irgendwie um 50 oder so reduziert. Das heißt, wir sind immer noch deutlich stärker. Ihre Hitpoints kollabieren. Und ihre Arti stehen auch kurz vor dem Exitus. Das heißt, ihre Armee wird sich langsam auflösen. Wir könnten jetzt auch in den Nahkampf gehen, theoretisch. Aber bei den 7 Panzerwagen und 2 Panzern muss das nicht sein. Wir gewinnen ja auch so. Wir schießen einfach weiter. Und wir haben auch Izmir eingenommen. Dort haben wir ebenfalls eine schöne Fabrik vorgefunden. Wir auch hier oben in die Katharinodar. Das heißt, auch hier bauen wir die Fabrik weiter aus und bauen auch erstmal einen Panzerwagen zum Schutz. Die Moral ist nicht optimal, müsste aber reichen. Und wir haben auch bereits Truppen der Izmir-Garnison losgeschickt, um in Konstantinopel den ersten Brückenkopf für uns zu errichten. Das heißt, wir werden dann versuchen, die Stadt einzunehmen. Auch dort eine wichtige Produktionsprovinz, Fabrik Level 4, alles aufgebaut von französisch Äquatorial Afrika. Toll für uns. Wir werden das einnehmen und dann nutzen als Basis für unseren Sprung rüber in den Balkan. Also es läuft hier für uns wirklich gut und auch im Norden läuft es top, denn hier in Gurjew wurden die letzten Truppen von, von beiden afrikanischen Feinden hier aufgerieben. Das heißt, die Provinz jetzt auch gehört uns. Der Feind mit massiven Verlusten und der Durchbruch hier von der Mongolei konnte weiter aufrechterhalten werden und Jakutien hier bereits in Finnland wird dann hier innerhalb von einem Tag durch Finnland sweepen. Das geht jetzt unfassbar schnell. Ich glaube, Schweden hat auch ihre Niederlage akzeptiert. Generell wird es langsam sehr ruhig um den Feind. Also sowohl Westafrika, also Äquatorialafrika, als auch Schweden. All sie haben jetzt nicht mehr wirklich dem viel entgegensetzen können gestern. Sie hatten einfach nichts mehr. Sie stehen halt defensiv da. Aber wenn unsere Truppen angreifen, wenn die Schiffe angreifen, dann werden ihre Einheiten halt zerstört. Sie mussten sich zurückziehen. Und auch jetzt so eben hier besteht die Option, vielleicht in Kairo zu landen. Kreta wird angegriffen. Wir werden dann nochmal hier unten landen, in Rhodos gleich, damit den Truppen aus Zypern. Also es löst sich ja für sie langsam alles auf. Der einzige wirklich große und fähige Widerstand, jedoch Boosterkarten basiert, kommt hier aus dem Sudan. Die haben eine ganze Menge Einheiten auch eingesetzt. Diese Produktion ist ja absurd. Also die haben wirklich alle ihre Karten reingeworfen, darunter auch die Karten für dieses Eisenbahngeschütz. Sie hatten ja schon mal eins. Ich weiß nicht, ob das jemals zerstört wurde. Das kann ich nicht sagen. Es kann sein, dass das schon mal, dass das ein neues ist wieder. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben sie eine ganze Menge Truppen eingesetzt. Die reichen erstmal aus, um ihre Front hier zu halten. Natürlich ist es nur Ergebniskosmetik, weil der Norden ja fällt und die Philippinen waren jetzt auch gestern nicht mehr so aktiv. Das heißt, wir schauen mal eben, ob die jetzt nochmal aktiver werden und mehr Gebiete einnehmen. Sie könnten theoretisch jetzt hier wirklich das einfach forcen, darüber gehen und dann hier innerhalb von einem Tag in Khartoum stehen. Sie haben es noch nicht gemacht, weil sie eben gestern nicht viel da waren. Das heißt, wir werden sehen, was eben da jetzt passiert, ob sich das dann ergibt. Aber fürs Erste wird der Sudan hier noch überleben können mit einer relativ großen Armee, die sie jetzt hier gebaut haben, auch mit einer guten Moral. 5.700 Hitpoints ist ein bisschen viel. Da haben die Philippinen jetzt erstmal sich zurückziehen müssen, auch Provinzen wie Mekele wieder verloren, natürlich mit großem Schaden verbunden für den Sudan, der jetzt auch immer ökonomisch weniger relevant wird. Wir gucken nochmal in die Zahlen und sehen, der Sudan hier abgestürzt auf Rang 10, 194.000 Produktionstonnen pro Tag. Die hatten bestimmt mal mehr. Ja, der war mal deutlich vor uns. Also die haben quasi in 4 Tagen jetzt 100.000 Tonnen Produktion verloren. Das ist eine Menge. Und Arabien war es sicher nicht der Grund für ihre gute Produktion. Also die sind wirklich massiv abgestürzt. Wir gucken nochmal ganz kurz, wie es denn mit dem Tschad aussah. Der hat ja die meisten Provinzen bislang verloren. Wir schauen mal rein, wenn es nochmal zurückkommt. Da haben wir es. Äquatorialafrika 480.000 Tonnen. Wir schalten mal durch und wir sehen Äquatorialafrika 440.000 Tonnen. Gar nicht mal so schlimm. Die Gebiete hier waren also weniger relevant. Waren ja auch alle noch nicht so ausgebaut. Erst jetzt, seit der Einnahme von den Katharinodar zum Beispiel, sollte das wirklich dann schlimmer für sie werden. Wir werden mal sehen, wie es in 4 Tagen aussieht. Bis dahin sollte dann nochmal hier alles gefallen sein. Schweden dürfte dann auch raus sein. Und dann dürften wir vielleicht sogar schon... Ach, wir haben schon gesehen. Ach, warte mal, das war, weil die ihre... ich habe ein bisschen Sorge. Warte mal. Das ist gerade erst passiert. Die Koalition hat sich aufgeteilt. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof, ne? Die Koalition hat sich aufgeteilt. Das ist aus dem einzigen Grund doof, da das natürlich genau das ist, wovor wir Furcht hatten. Warte mal.
Ich hoffe mal, dass die Philippinen nicht einfach nur nicht da waren. Die Maschinen gerade hier rein. Warum sammeln die sich da und nicht da unten? Ich weiß es nicht. Denn natürlich ist es jetzt so. Wo sind die Philippinen gerade? Hier oben. Die hatten ja auch eine Armee hier gehabt. Wo ist die eigentlich? Die ist hier. Die sammelt sich auch in Sakaka. Jetzt haben die ihre Koalition aufgelöst. Sudan ist raus. Der Tschad ist raus. Warum würden die rausgehen? Warum würden die rausgehen? Hongshan ist auf dem Weg dahin. Gut, die schießen weiter. Aber warum würden die rausgehen? Klar, Burkina Faso ist AFK. Das ist die End-Fast-Koalition aus Südafrika, die jetzt gebildet wurde. Und jetzt ist nur noch quasi die Überbleibsel sind noch da. Das waren jetzt die drei, mit denen sie wahrscheinlich einfach nicht happy waren. Schweden hat hier oben böse verloren. Das hätten sie eigentlich nicht verlieren dürfen, weil Schweden größer war als Jakutien. Und sie wurden da gar nicht von Süden wirklich bekämpft. Das heißt, Schweden hat da einfach sich dann zu aggressiv ausgebreitet, wurde dann eben Opfer ihrer eigenen Expansion. Und zerbricht jetzt. Burkina Faso war AFK und noch nie Teil vom Krieg. Westafrika ist ja auch weniger aktiv. Also der Tschad und der Sudan waren die beiden Hauptkräfte in diesem Krieg. Jetzt sind die beiden raus. Warum sind die beiden raus? Wer ist der Anführer? Waren die Anführer gewesen? Ich weiß es nicht. Jetzt besteht natürlich wieder ein bisschen mehr Furcht davor, dass die Philippinen hier was planen könnten. Weil warum würden die rausgehen? Macht ja keinen Sinn. Gibt ja keinen anderen Ort für sie. Also sie würden ja mindestens drin bleiben, um vielleicht einen zweiten Platz zu sichern. Sie können ja irgendwie noch versuchen auszuhalten. Das ist ja möglich. Warum würden sie rausgehen? Die werden ja auch angegriffen, gerade von der anderen Seite. Hier. Praia wird bombardiert von Brasilien. Das wissen wir ja bereits. Philippinisches U-Boot. Ich denke jetzt da viel rein. Das muss ich auch vielleicht gar nicht. Also ich denke da gerade wieder viel in diese ganze Thematik rein. Ich vermute, ich habe Furcht. Die ist aber jetzt auch natürlich gerechtfertigt, da wir gesehen haben, was schon mal passiert war. Es wäre eine irrationale Entscheidung, jetzt für die Philippinen die Koalition zu verlassen. Der Feind hat bereits eine Menge Verluste gemacht. Wir haben den hier wirklich jetzt voll an der Leine. Wir brechen hier durch. Jetzt die Koalition zu verlassen, wäre pur aus bösem Spirit. Nicht aus irgendwie, aus dem Sinn dahinter, die Runde so schnell wie möglich zu gewinnen. Wir sind jetzt wirklich die größte Koalition der Welt, gerade da deren ja auch jetzt zum Teil AFK ist. Die neue Koalition aus den drei, das wären ja nur Philippinen, Sudan und Tschad. Sudan ist bereits sehr, sehr besiegt. Der Tschad auch Menge Truppen verloren. Es wäre also nur eine Self-Fulfillung irgendwie. Das wäre jetzt nicht wirklich irgendwie eine sinnvolle Aktion. Es würde den Philippinen nicht helfen, das hier alles schneller zu gewinnen. Ich hoffe, dass es nicht passieren wird. Sie sammeln alle ihre Armeen jetzt hier. Klar, das hier drüben geht mir mächtig auf den Keks in Kalkutta. Der Grund, warum ich es natürlich auch nicht anspreche mit ihnen, liegt daran, dass ich es nicht möchte. Ich möchte nicht, dass sie denken, dass ich weiß, dass sie uns verraten wollten. Sie wissen das ja aktuell gar nicht. Das ist für mich das Beste, weil wenn sie es wissen würden, könnte sich nochmal einiges ändern. Ich will die Informationen für mich behalten, weil wir damit am meisten planen können. Sie sammeln halt auch wieder Truppen hier. Ich verstehe halt ihre Truppensammelpolicy nicht. Die ist natürlich äußerst nervenaufreibend, dass sie immer Truppen irgendwo sammeln. Das muss ja so nicht sein. Die Moral ist ja überall gut. Das bringt ja nicht viel. Klar kann man das mal machen. Machen wir auch immer. Wir nehmen auch immer irgendeine Provinz und sagen, ey, das ist unsere Truppensammelprovinz. Aber natürlich ist es ein bisschen haarig. Okay, also ich hoffe, dass da jetzt nichts draus wird. Ich sehe keinen Grund, warum die Koalition verlassen haben. Das macht keinen Sinn. Es gibt ja keinen anderen Ort für sie. Warum würden die Koalition verlassen? Außer es gab wirklich irgendwie Drama bei denen. Das kann natürlich sein. Ich verstehe nicht, warum sie es gemacht haben. Und ich verstehe nicht ganz, warum die Philippinen jetzt gestern so inaktiv waren in dem Krieg. Sie hätten noch ein bisschen mehr den Druck da aufbauen können. Haben sie nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass da jetzt irgendwas noch geplant wird. Andererseits habe ich gestern auch geschrieben und es gab noch keine Antwort. Ich habe alle gelobt und gesagt, hey, gute Arbeit, wir haben die gerade voll hier eingekesselt, wir können weitermachen. Und da kam noch gar nichts zurück. Also ja, es gefällt mir nicht ganz so sehr. Das hier ist, Westafrika, okay. Ja, es gefällt mir nicht so sehr, aber der Sudan baut hier weiter auf. Wenn da was geplant wäre, würde es hier anders aussehen. Ist meine Maus gerade leer gegangen? Meine Maus geht nicht mehr.